Ja, hallo mein liebes Kollektiv der Sternzeichen. Ich möchte noch mal ein ganz kurzes Video für euch hier aufnehmen. Das Ganze draußen hier vor unserem geschmückten Weihnachtsbaum für da außen, für draußen, weil mich ein lieber Nutzer auf etwas aufmerksam gemacht hat, weil ich hatte bei meinen letzten Videos gar nicht die astrologischen Geschichten mit berücksichtigt und fand das eigentlich ganz schön, wenn ich das mitmachen würde. Und das würde ich jetzt an dieser Stelle mit diesem Video ganz gerne nachliefern für euch. Ich möchte mich auch parallel bedanken für die vielen Aufrufe, für die Likes, für die Kommentare, auch für die Abos. Das heißt, wenn du mich noch nicht abonniert hast, würde ich mich auch weiterhin freuen, wenn du einmal auf das Glöckchen klickst, dann verpasst du auch kein Video mehr von Tarot bei Merlin. Und über ein Like natürlich freue ich mich auch, weil deswegen mache ich das quasi hier für euch, weil mich das einfach aufbaut, beflügelt und ich finde das total toll, dass ihr das tut. Ja, die Situation ist momentan nicht so eine ganz schöne. Ich hatte gestern Geburtstag. Leider ist aber ein Tierchen von mir gestorben, der Jimmy. Lieber Jimmy, du bist jetzt wahrscheinlich schon über die Regenbogenbrücke gegangen und hast deine anderen Partner wieder. Ja, Tiere sind für mich keine Tiere, sind für mich Familienmitglieder und dann ist das immer nicht ganz einfach. Aber ich wollte jetzt, es ist auch schon ein bisschen später, es ist draußen dunkel und ich wollte jetzt einfach für euch dieses Video aufnehmen und das ganz gerne nachreichen. Also es wird kein langes Video werden, es wird ein kurzes Video werden, aber ich wollte ganz gerne die Fakten für euch einmal nennen. Ja, ich habe mir da auch einen kleinen Spickzettel gemacht, dass ich mir das nicht alles auswendig lernen muss. Ja, also am 4.12. wird der Planet Neptun ins Sternzeichen der Fische wandern. Das heißt, er ist dann nicht mehr rückläufig, sondern vorläufig. Und im Gegensatz zu Oktober war es ja so, dass wir, ich muss mal eben gucken, genau, das war der Pluto und der Saturn, die waren rückläufig. Ja, und jetzt haben wir das Ganze in einer Vorwärtsbewegung. Ja, der Planet Neptun ist ja unser Planet für die Träume, für die Spiritualität, für das Unterbewusstsein, sodass da auch jetzt sehr, sehr viel aufbrechen wird. Ne? Also, es geht aber noch weiter. Ich habe mal die Tage aufgeschrieben, die wichtig sind für uns. Am 6.12., also Nikolaus, wird der Merkur in das Sternzeichen des Steinbocks treten. Ja? Das heißt, wir werden dann die geballte Steinbock-Energie spüren und weiterhin natürlich sind wir noch mitten in der Schütze-Energie. Das heißt, es wird daher um Ernsthaftigkeit gehen. Es wird sicherlich viel Klartext gesprochen werden. Wir kommen aus der Skorpionzeit, sind jetzt ja in der Schützezeit mit der geballten Steinbockzeit gemischt. Da wird sehr viel hochgekommen sein. Alte Schmerzen, alte Dinge, die man noch aufbereiten muss. Und es wird letztlich nur um eine Frage gehen. Was ist echt? Was ist wahrhaftig? Und welche Schritte, welche Wege musst du letztendlich gehen? Ja, und wir haben gar nichts zu verlieren, sage ich immer, sondern die Energie, die uns demnächst gibt, das wird so eine positive Energie sein, so eine Go-Forward-Energie, ja, die wir hier spüren werden. Ja, es geht dann aber auch noch weiter. Also der Dezember, der hat schon sehr in sich. Ich entschuldige mich jetzt schon, wenn das Video jetzt ein bisschen anders ist als sonst. Aber ich wollte das jetzt einfach mit ein bisschen weihnachtlich für euch machen und draußen. Und es ist auch schön knackig kalt. Am 10.12. tritt der Planet Venus in das Sternzeichen des Steinbocks. Klar, Venus wissen wir alle, Planet der Liebe. Da geht es halt um die Basis von Liebe, von Selbstliebe, Wertschätzung. Und die Botschaft da wird wieder sein, du wirst konkrete Schritte gehen müssen. Du wirst konkrete Schritte gehen müssen, um einfach auch vorwärts zu kommen. Ja, dann geht es direkt wieder weiter. Am 8.12.22 werden wir einen Vollmond im Zwilling haben. Der fällt dann auch direkt in die Steinbock-Energie. Ja, das wird für dich, das wird dir helfen, entsprechende Antworten auf deine Fragen zu finden. Ich werde das natürlich auch weiterhin mit den Tarotkarten begleiten. Die aktuelle Woche habe ich hochgeladen, hast du vielleicht auch schon gesehen. Da wird natürlich noch eine weitere Legung für die nächsten Wochen folgen. Das ist jetzt einfach nur die astrologischen Geschichten mit unterstreichen, was für Energien auf uns zukommen und was wir dich da so erwarten. Du wirst auf jeden Fall Antworten finden für dich. Ja, du wirst wissen, was zu tun ist. Du wirst Antworten werden auf euch zukommen. Ja, am 20.12., 4 Tage vor Heiligabend, tritt Jupiter ins Sternzeichen Widder. Ja, das bedeutet der absolute Neubeginn. Na, und steht für viele neue Chancen. Jupiter ist ja der Planet der Chancen, des Glücks. Und ja, für euch alle, das heißt Widder, eröffnet dann die neue astrologische Reihenfolge. Und es erinnert mich so an die Karte der Nah, das ist die Karte 0 im Tarot. Das heißt, es steht, die Reise beginnt von vorne. Und wir haben ja nun Dezember, das ist der letzte Monat im Jahr 2022, sodass wir ja
ja, mit großen Schritten auch in das neue Jahr gehen. Ja. Was habe ich mir noch notiert? Genau, und am 21.12. tritt die Sonne ins Sternzeichen Steinbock und wird sich zum Merkur und zur Venus gesellen. Das wirst du ganz deutlich an deinen Energien spüren. Ja. Ich schaue nochmal, ob ich jetzt hier was vergessen habe. Genau, es wird sich sicherlich dein Mindset verändern. Und eins kannst du dir sicher sein, das, was du gesät hast, das wirst du ernten. Das heißt, deine Bemühungen, deine Früchte werden jetzt Erfolg tragen. Ja. Ja, das ist ein Monat, das ist Wahnsinn, weil wir haben am, ich gucke, dass ich nichts vergessen habe, am 23.12., Tag vor Heiligabend, haben wir nochmal Neumond im Steinbock. Und Neptun und Jupiter wird dann im Sternzeichen Fische sein. Da wirst du ins Vertrauen mit dir kommen. Ja, es wird eine wundervolle Energie für euch alle kommen. Das wird eine sehr positive Energie sein. Und am Ende des Monats wird es dann so sein, dass Merkur wieder rückläufig ist. Bis dahin werde ich euch aber noch ein Update geben, weil das ist Ende des Monats und bis dahin werden auch noch drei Wochen, drei Legungen von mir folgen. Vielleicht auch nochmal so ein kurzes Video. Wäre schön, wenn ihr einfach mal kurz einen Kommentar abgibt, wie ihr das ja zwischendurch findet. Auch vielleicht ein Like und einen Kommentar. Soll ich das mal öfters machen oder interessiert euch das nicht? Oder war das jetzt nur für ein paar Nutzer wichtig? Würde mir helfen, um ja, dass ich nicht irgendwelche Videos produziere hier, die euch nicht interessieren und wo ihr sagt, was soll denn der Quatsch? Ne? Ja, also ich sag mal so, lasst euch überraschen. Es steht viel auf Neubeginn. Und zwar diese Energien hier, die unterstreichen das nochmal ganz deutlich. Ja? Es wird aber auch sehr viel hochkommen. Das ist immer bei Neubeginn so. Du wirst sehr viel mit diesen Energien, du wirst das an dir merken. Du wirst merken, dass du Signale vom Universum bekommst und was du letztlich mit tun musst. Ja, aber es werden immer Dinge hochkommen, die du wieder bearbeiten musst. Aber detaillierter gehe ich natürlich dann in die einzelnen Legungen für die einzelnen Sternzeichen für euch rein. Wieder kollektive Legungen natürlich. Und wie ich schon in meinen anderen Videos erwähnt habe, wenn ihr da besondere Wünsche habt und sagt, Mensch, ich hätte gerne mal eine Liebeslegung. Die Legungen sind generell immer anders. Das kommt immer so ein bisschen auf die Fragestellung an. Fürs Kollektiv ist es eine andere Legung. Wenn ich für dich eine persönliche Legung mache, wird die auch anders sein. Das kannst du mir aber auch ganz gerne in die Kommentare schreiben. Ja? Ja, ansonsten, das war wie gesagt ein kurzes und schnelles Video, was ich jetzt quasi einfach nochmal nachliefern wollte. Wie gesagt, jetzt nicht in der gewohnten Umgebung, aber ich finde, vielleicht ist das auch mal was ganz Schönes, mal was anderes zu sehen, zu hören. Und ich brauchte heute einfach auch ein bisschen, weil es mir zwischendurch auch nicht gut ging, weil so ein Verlust eines meiner besten Freunde, das tut mir dann auch im Herzen recht weh. Das kann ich nicht so gut verknusen. War gestern auch nicht so unbedingt der schönste Geburtstag, den ich hier hatte. Aber habe mich dann sehr über meine Kinder gefreut und über die Geschenke meiner Partnerin. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen wollte ich damit euch einfach jetzt nochmal das nachliefern, euch vielleicht damit auch, hoffe ich, eine kleine Freude gemacht zu haben. Ich wünsche euch weiterhin eine schöne, vorweihnachtliche Zeit. Passt auf euch auf und wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst es, würde ich mich über ein Like freuen. Wenn ihr es noch nicht abonniert habt, würde ich mich über ein Abo freuen mit dem Glöckchen. Und wie gesagt, auch über jedes liebe Kommentar freue ich mich, weil das baut mich so dermaßen auf, das glaubt ihr gar nicht, weil das ist das, dass ich hier weitermache für euch. Ich wünsche euch eine wunderschöne neue Woche. Immer schöne positive Energien und immer viel Klarheit für euch. Und passt auf euch auf und vielen, vielen Dank und bye bye, bis zum nächsten Mal.